Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Nubiern mit Blick auf unsere wunderschönen Safranfelder, die uns zwar ein sehr schönes, hohes Einkommen bescheren im Moment, aber eigentlich wollten wir damit auch in den Außenhandel, in den Export gehen und das ist das letzte Mal nicht gelungen. Und diese Sache hat mir keine Ruhe gelassen. Irgendwas scheine ich nicht richtig verstanden zu haben und habe nochmal gegoogelt, recherchiert. Und tatsächlich, ich bin auf eine Antwort gestoßen, wie das Ganze wohl funktionieren wird. Ich gehe davon aus, dass ihr mir schon im letzten Video dazu auch was geschrieben habt. Ich konnte es jetzt noch nicht lesen, weil ich natürlich immer ein bisschen vorproduziere. Deswegen beziehe ich mich jetzt auf meine Internetquellen. Und zwar ist das System offenbar so. Also wir wissen ja, wir können handeln, haben wir gesehen, wir können einkaufen. Und genau das ist es, das macht die KI auch. Man kann selber nur aktiv einkaufen, man kann nicht aktiv verkaufen. Das heißt, so wie wir jetzt hier Pferde kaufen können von den Assyrern und im Übrigen, ich gehe nochmal zurück, von den Hethitern können wir sogar Färbemittel, also auch Luxusware, einkaufen, können die das bei uns machen. Das heißt, es wird einfach angeboten und wir können jetzt nicht auf Leute aktiv zugehen und sagen, hey, willst du meine Safran haben, gib mir das und das. Nein, es läuft sozusagen so, dass immer Leute einfach nur sich aus einem Angebot etwas aussuchen. Ich habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf den ersten Blick erschien mir das befremdlich, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso besser und interessanter finde ich das System eigentlich. Weil man kann ja durchaus sehr gut steuern, mit wem man jetzt handeln will oder nicht durch diese Handelsabkommen. Wenn man mit einer Fraktion verfeindet ist, dann verbietet man einfach den Handel. Dann kann sie sich von uns nichts aussuchen. Ansonsten ist man ja, möchte man ja gewissermaßen Geld damit verdienen. Und dann muss man ja auch nicht dieses Micromanagement machen und immer wieder nachfragen, gucken, wollt ihr da handeln oder nicht. Finde ich eigentlich ein sehr, sehr elegantes System, je mehr ich darüber nachdenke. Was noch ein Problem ist, dass das nicht vernünftig, wie soll ich sagen, angezeigt wird. Also diverse Sachen werden nicht vernünftig angezeigt. Ich glaube, da müssen Sie noch ein bisschen dran arbeiten. Ich will euch ein paar Sachen zeigen, die mir noch aufgefallen sind. Zum Beispiel können wir jetzt, bleiben wir mal hier, wir können jetzt, nee, wir gehen nochmal zurück, entschuldigt. Wir gehen nochmal zurück zu ihr hier. Wir können ja jetzt diesen Handel machen mit den Pferden. Ne? Das gucken wir uns jetzt mal an. So, hier sind die Pferde. Wenn ich jetzt hier raufklicke, dann kann ich diesen Handel, den Einkauf starten. Und dann sehen wir, wo diese Route entlang laufen wird. Es gibt einen Basispreis und der wird modifiziert durch einen Transportkosten. Ich gehe davon aus, je näher das dran ist, je sicherer vielleicht auch das Gebiet, umso günstiger die Transportkosten. Man kann später auch einstellen offenbar, ob man über Land- oder Seehandel das Ganze handeln will. Das ist eine coole Sache. Das finde ich sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel der Seehandel vielleicht günstig ist, aber dafür etwas gefährlicher oder so. Keine Ahnung. Hier sehen wir, es geht um die Balance zwischen Kosten und Sicherheit, die man da entscheiden muss. Das ist an sich schon mal ein cooles System. Was aber völlig unklar ist, und ich habe auch schon mal ausprobiert zu kaufen und sowas, was man hier eigentlich bezahlt, für wie lange, das habe ich nirgendwo gefunden. Wir können es ja mal, also das ist jetzt nämlich erstmal eine einmalige Ausgabe. Es ist nicht so, dass wir jetzt jede Runde 30 zahlen, aber die hört dann irgendwann auf und es gibt keine richtige Handelsübersicht. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Das fehlt noch, also wo das irgendwie alles aufgeführt wird. Und dann ist es auch so ein bisschen merkwürdig. Also hier bei der Route ist ja soweit das Ganze klar. Wir gehen nochmal zurück hier auf die Hethiter. So, mit denen kann ich auch handeln, nämlich Färbemittel. So, das machen wir mal. Wir wollen kaufen und jetzt sehen wir, erstens, das ist ziemlich teuer. Und jetzt sehen wir eine ganz merkwürdige Anzeige, die ich jetzt so nicht interpretieren kann. Also, was soll das bedeuten? Wir kaufen jetzt hier ein. Ach so, kann es möglicherweise sein, dass die Assyrer auch schon einen Handel dort treiben? Oder leiten wir das weiter automatisch? Warum geht das über unsere beiden Städte hier nach dort? Also, das ist alles sehr obskur, sehr unerklärt. Da muss noch dran gearbeitet werden, aber genau für sowas ist ja auch Zeit bis zum Release. Aber ich sag mal, das Grundprinzip ist, glaube ich, klar. Man kann nur aktiv einkaufen, das Verkaufen, das nimmt man dann irgendwie zur Kenntnis. Und das ist auch noch die Frage, müssen wir mal beobachten, was wir da eigentlich, ob wir da Nachrichten bekommen, wenn jetzt jemand mal von uns Safran kaufen will. Soweit, so gut. Achso, entschuldigt. Zwei Kleinigkeiten bei der Diplomatie habe ich noch gefunden. Ne, eine noch.
Das mit den Transportkosten habe ich euch gezeigt. Aber eine zweite Sache fand ich auch interessant, wird leider auch nirgendwo erklärt. Hier ist bei ihr irgendwie so ein Schild. Das scheint was mit Handel zu tun zu haben. Und sie hat hier irgendwie so ein Tier 1 erreicht. Das scheint irgendwie so eine Art Bündnisqualität, Bündnislevel zu sein, das mit der Zeit vielleicht ansteigt oder Kompetenz, was auch immer. Das wird leider durch Tooltip hier noch nicht erklärt, was das ist. Da scheint also noch mehr hinterzustecken, das will ich zumindest jetzt mal nochmal sagen. Gut, dann kommen wir mal zu unseren anderen Dingen. Zuerst haben wir hier ein Ereignis in der Hauptstadt, das wir uns mal anschauen. Und zwar geht es hier um die Kunst der Vorhersagen, die offenbar sehr beliebt werden innerhalb des Reiches. Auf verschiedene Art und Weise versuchen wir über den Vogelflug, über das Anschauen der Sterne und so weiter die Zukunft vorherzusagen. Und zwar nicht nur die Leute, die das tun sollen, die Priester oder wer auch immer, sondern das ganze Volk. Es ist so eine Art Volkssport geworden. Bizarre Auswirkungen hat das. Selbst die Art und Weise, wie Hühner irgendwie picken oder so, wird zur Grundlage genommen. Wie auch immer, darauf müssen wir jetzt irgendwie reagieren. Wir können sagen, das ist toll, macht weiter so, bringt uns 10 Runden lang plus 10 Stabilität. Wir können das Ganze verbieten und sagen, nur die religiösen Verantwortlichen sollen das tun. Bringt uns fanatisch 25% Glauben die nächsten 10 Runden. Oder wir können vernünftig darauf reagieren, logisch. Und das führt zu plus 5 Wissenschaft. Und außerdem, und das ist wichtig, immer noch Veränderung auch in diesem Achsensystem. Und zwar hier einmal im Bereich Tradition und Progression und hier einmal im Bereich Kollektivismus. Das ist das also. Ich möchte aber gerne weiter irgendwie unsere Religion entwickeln. Deswegen verbiete ich das, dass das Volk machen will. Und das führt dazu, dass wir mehr Glauben selbst bekommen. Gut, soweit dazu. Was ist jetzt eigentlich der große Plan? Als nächstes wollen wir dieses Territorium hier anschließen. Ich glaube, dazu brauchen wir 60 oder 80. Ich habe schon wieder vergessen. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Also wir brauchen 80 da jetzt für. Okay, das ist das Nächste. Darauf müssen wir warten. Und dann würde ich sagen, vielleicht ist interessant, dieses Territorium mit Kaffee, wenn wir da genug Einfluss haben. Ansonsten werde ich noch die letzten Reste erkunden, die wir noch nicht kennen von diesem Kontinent. Und dann die Scouts zurückbringen, vielleicht auflösen in den Städten. Ja, das ist so der Plan. Jetzt gucken wir mal, hier sind irgendwo Einheiten, die wir noch bewegen können. Hier wollten wir, glaube ich, dieses noch unbekannte Tal erkunden. Da ist auch noch einiges unbekannt. Also ziehen wir da noch munter weiter, können wir gleich bis hier ziehen. So, was haben wir noch? Ja, hier haben wir noch Kuriositäten, die wir entdecken können. Das machen wir natürlich auch. Aber weit können wir da nicht mehr ziehen. Und hier unten... Ah, alles klar. Ich glaube, zuletzt... Ah, das finde ich auch sehr schön, dass angezeigt wird, was die letzte Konstruktion gewesen ist. Das habe ich... am Anfang gab es, glaube ich, das bei Civ 6 nicht. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen gibt. Das ist sehr, sehr praktikabel. Und wir können jetzt... 9 Runden dauert es nur noch, die Steinringe zu bauen. Und ich denke, das sollten wir tun, weil das ist wichtig. Wenn wir diese 20 Stabilität bekommen, dann können wir dieses Territorium hier unten für uns anschließen. Dann haben wir nämlich selber Färbemittel und brauchen die doofen Hethiter dafür nicht. So, das, schaut mal, was ist jetzt ein schöner Ort? Wir sehen, dass die offenbar die Ressourcen negieren, also dass der Steinkreis die Ressourcen kaputt macht. Insofern sollte man ihn dahin bauen, wo kaum Ressourcen sind. Hier oben ist das zum Beispiel. Außerdem finde ich das ein außergewöhnlicher, schöner Standort hier oben gegenüber der Stadt auf so einem Hochplateau. Perfekt für so eine heilige Stätte. Ideal. Was ist das hier für ein Symbol? Ah, okay. Hier sehen wir, dass andere Städte an diesem Projekt teilnehmen können mit ihrer Produktion. Derzeit sehen wir, dass es nur logischerweise diese eine Stadt ist. Ja, prima. Dann Rundenende oder auch nicht. Nein, irgendwo noch eine Armee, die wir weiterziehen können. Ich würde sagen, wir erkunden weiter hier die Küste. Und auch hier sind die Assyrer schon da. Aber noch können wir hier durchmarschieren. Ja, die Küstenlinie werden wir noch, soweit es geht, erkunden, denke ich. Und, haha, wir haben eine neue Zivilisation getroffen, beziehungsweise... Eine neue Zivilisation ist erst jetzt entstanden, richtig? Und zwar das Ding hier, genau.
Also die Ju sind entstanden. Listen very carefully. I have a proposal. Okay. Also sie wollen tatsächlich Handel mit uns betreiben. Und wir sehen, sie sind grausam, risikovoll, extrovertiert. To the end. Das ist die Bias. Okay, sie werden niemals aufgeben. Das scheint mir ziemlich aggressiv zu sein, dieser Typ. Ich hatte, glaube ich, noch nie erwähnt, dass es in Humankind ganz offensichtlich so ist, dass die einzelnen Kulturen jetzt nicht bestimmte Archetypen haben. Also, wie manche schon geschrieben haben, keine Ahnung, die Assyrer sind sehr aggressiv. Nein, sondern diese KI-Avatare, gegen die man dann immer wieder spielt, die scheinen bestimmte Archetypen zu haben. Das sind gewissermaßen unsere Gegner. Und die wechseln ja die Kulturen, wie wir es auch machen. Insofern wäre es auch komisch, wenn bestimmte Kulturen halt einen Charakter haben. Hier haben es quasi diese KI-Figuren. Das heißt auch, dass ein Assyrer mal sehr freundlich sein kann oder halt sehr bösartig, mal ganz platt gesprochen. So interpretiere ich das. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber auch das ist irgendwie ein ganz, ganz durchdachtes Konzept. So, wir akzeptieren das jetzt erstmal. I agree. Pleasing news. Na, alles klar. Yes. Yes. So, und hier können wir jeweils uns anschauen, welche Beziehungen die zu den anderen Fraktionen haben. Genau. Wir sehen also, dass die bisher nur uns kennengelernt haben, zum Beispiel. Gut, soweit diese Geschichte. Und jetzt haben wir noch eine andere Geschichte. Das habe ich jetzt aber hier gerade weggeklickt. Das wollte ich gar nicht. Nämlich. Nee, das hier. Das ist interessant. Jetzt haben wir eine mögliche Krise, die ausgelöst ist durch den Bau eines Außenpostens der Hethiter hier in unserer Nähe. Wir sehen das hier. Das grenzt an unserem Gebiet an. An unser Gebiet an. Und jetzt können wir, wenn wir das wollen, ihn auffordern, diesen Außenposten abzugeben oder aufzugeben. Bin nicht ganz sicher, es sieht aber so aus, als ob er ihn abgeben sollte. Und können halt das als Forderung stellen. Das ist interessant. Das erinnert so ein bisschen an das Krisenmodus bei Victoria 2, wenn ihr das noch kennt. Ich gehe mal von aus, er hat dann die Möglichkeit, wenn er sagt, nein. Ah, okay. Solange diese Forderung offen ist, gibt es ein Handelsembargo und die Grenzen werden geschlossen. Ich könnte mir vorstellen, wenn er dann irgendwann Nein sagt, dass es dann zum Krieg kommt. Wir sind ja völlig blank, was Militäreinheiten betrifft. Deswegen werden wir das nicht machen. It's forgotten. No, this cannot be countenanced. Ja, alles klar. Aber ein interessantes, spannendes Konzept. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also dieses Krisenkonzept, das kann richtig interessant ausgebaut werden, also auch in Richtung Moderne, was weiß ich. Keine Ahnung, irgendjemand hat die Atombombe. Weiß ich nicht, ob es das in dem Spiel gibt. Aber solche Geschichten können ja dadurch alle abgebildet werden. Sehr spannend, wie ich finde. Übrigens hat sich unsere Kriegslust erhöht. Unsere Leute sind so ein bisschen getriggert durch diesen Außenposten. Gut, machen wir weiter mit unseren Einheiten. Hier warten wir auf die 80, deswegen können wir hier noch nichts machen. Skippen wir das hier unten. Ah, da haben wir hier diese neuen Nachbarn getroffen. Und da sind sie, ja genau. Gut, dann würde ich sagen, erkunden wir nochmal deren Grenzen, soweit wir das können. Laufen hier nochmal durch. Ich meine, sie haben wenig Land im Vergleich zu uns. Hängen sie ziemlich hinterher. Hier haben wir sogar noch, was wir plündern können. Das machen wir dann mal erst nächste Runde. Und solange wir bei den Assyrern hier durchlaufen können, laufen wir auch durch. Und zwar nach da. Wie viel haben die schon? 1, 2. Das ist ihr drittes Territorium. Na, also wir sind da schon am weitesten vorne, würde ich mal sagen. Okay, so, hier haben wir gebaut die Pferde Ranch hier. Das heißt, wir haben jetzt selber auch Pferde, ihr seht es. Okay, wie machen wir weiter? Ich würde natürlich jetzt gerne hier einen Hafen bauen.
13 Runden ist aber ziemlich lang. Wir haben ziemlich viel Geld. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich werde jetzt mit diesem Geld hier so ein, ja, so ein Industriequartier bauen. Die Frage ist bloß, wo? Hier, der Ort scheint mir fast am interessantesten zu sein. Komischerweise zeigt er mir hier nicht an, dass ich Verlust hätte von Nahrung. Habe ich offenbar auch nicht, wenn ich das dort baue. Weshalb ich das interessant finde, ist, weil wir werden ja dieses Nachbarterritorium demnächst anschließen. Und dann müsste der Bonus, den wir durch umliegende Felder bekommen, noch höher sein. Wenn ich mir das anschaue, schaut mal, wir haben hier... Ach, guck mal, warum kriege ich eigentlich von da unten keinen Plus-1-Bonus? Ach so, weil das auch außerhalb des Territoriums ist. Alles klar. Ich kriege halt von hier einen Plus-1, von dort Plus-1 und von dem Feld selbst vermutlich was. Wenn aber das andere Territorium hier mit dazukommt, dann kriegen wir 1, 2, 3, 4 nochmal. Insofern ist das ein guter Standort. Kaufen wir das. Und wenn das angeschlossen ist, wird das sofort was abwerfen. Und wir sehen, durch diese Aktion haben wir uns auch einen neuen Stern erarbeitet. Und zwar vermutlich ein Stern für Distrikte. Ja genau, 6 Distrikte haben wir jetzt im Reich gebaut. Okay, alles klar. Das mit dem Hafen machen wir dann als nächstes. Das müssen wir nämlich jetzt immer noch entscheiden. Und jetzt ist die Frage, wo bauen wir den Hafen hin? Plus 5 gibt es hier fast überall. Ich setze ihn hier so richtig schön in diese Bucht. Die ist ja perfekt wie dafür gemacht, dort einen Hafen zu bauen. Wunderbar. So, da haben wir Armeen, die sind noch weitergelaufen. Und wir wollen hier auch noch ein bisschen erkunden. Den Rest der Karte, den wir noch nicht kennen. Ja, sind wir hier fast schon am Ende angekommen. Beenden die Runde. Und nicht viel ist los. Wir haben immer noch keine 80. Deswegen skippen wir hier nochmal. Und hier haben wir jetzt gleich alles gesehen. Ich gehe hier oben nochmal hin. Ja, da gibt es jetzt nichts Neues mehr. Jetzt ist da noch ein Feld, das wir noch nicht kennen. Können wir hier hochlaufen? Mit ziemlichen Umwegen. Machen wir aber trotzdem. Und dann kann man... Ja, dann sind wir hier eigentlich durch. Dann könnte man sich überlegen, ob man diese 2 Pops nicht in die Hauptstadt bringt. So, was haben wir hier? Eine Kuriosität haben wir irgendwo noch. Ach, das war woanders, ja, ich weiß. Hier wollten wir noch plündern. Das ging ja hier noch. Machen wir gerne. 22, sehr gut. Und hier wollten wir noch ein bisschen erkunden. Oh, das ist aber auch eine entzückende kleine Bucht. Okay, wir haben den nächsten Stern. Ja, sehr gut. Und zwar, welcher ist es jetzt? Verschiebt sich das hier? Kommt mir das irgendwie so vor? Ich glaube, wir haben den Science-Stern jetzt gerade. Mit 7 Wissenschaften. Das ist das, wo wir im Moment sehr weit vorne sind. Damit haben wir jetzt schon 4 von 7 erreicht. Prima. Und... wir haben nochmal eine neue Krisensituation und wieder ist es derselbe Grund. Diesmal gegen die Ju, dass sie dort einen Außenposten gebaut haben, aber wir lassen sie mal machen. Your words make no sense. Oh, sei doch nicht so aggressiv. Okay, alles klar. Und wir haben noch einen Stern. Aber wir haben gleich 2 Sterne in dieser Runde bekommen. Jetzt werde ich verwirrt mich das fast schon. Also ein Wissenschaftsstern auf jeden Fall. Es verschiebt sich definitiv hier irgendwie. Ist immer eine andere Reihenfolge. Ich glaube, der Bevölkerungsstern, den haben wir auch noch bekommen, für 10 Pops oder so. Ja, prima. Alles klar. Kapische. So, dann nehmen wir das mal raus und... Oh, wisst ihr was? Forschung wollen wir uns auch noch mal angucken. Was wir jetzt hier gelernt haben. Oder wir können gleich auch hier reingehen. Also, wir können jetzt bewässern. Also Flussbewässerung, also von Flüssen aus. Plus zwei Nahrung an Flüssen. Das scheint mir sehr effektiv zu sein. Und das ist eben der öffentliche Brunnen. Plus 15 Stabilität ist auch eine Menge. Fast schon ein ganzes Territorium, das man anschließen kann.
Ich habe mir übrigens auch den Forschungsbaum hier nochmal näher angeschaut. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Sachen. Ach, man kann so viel über das Spiel sprechen. Es ist wirklich viel Spannendes dabei. Es gibt auch so, neben den Dingen, die man bauen kann oder Einheiten, gibt es quasi auch so Spielmechaniken, die dann freigeschaltet werden. Zum Beispiel hier, gut, das ist klassisch Kupfer, dass man das abbauen kann. Aber hier auch Straßen. Man baut hier keine Straßen, sondern wenn man das Rad hier erfindet, kreiert es automatisch Straßen zwischen den Städten und Außenposten im gesamten Reich. Und auf diesen bewegt man sich natürlich besser fort. Das finde ich irgendwie so cool, das will ich mal sehen. Deswegen nehmen wir das jetzt hier als nächstes Forschungsziel. So, wir haben 5 Armeen und wir haben aber auch ein Event, das wir uns mal anschauen vorher. Ein Spiel der Prophezeiung. Okay, irgendein Spiel wird sehr populär in unserer Bevölkerung. Wir bestehen darauf, dass man uns das zeigt und wir spielen das Spiel. Aber scheinbar, ich weiß jetzt nicht, wie das wörtlich übersetzt heißt, aber scheinbar verlieren wir. Das Spiel ist aber bekannt als eine Form der Weissagung und der Unterhaltung oder der Prophezeiung. Und nun werden Gerüchte laut, dass klar ist, dass wir verdammt sind, alles zu verlieren, weil wir jetzt vermutlich das Spiel verloren haben. Was werden wir tun? Und auch hier geht es wieder darum, in welche Richtung modifizieren sich dort unsere Achsen. Also es gibt Order, die Ordnung in Richtung Autorität oder Freiheit oder die soziale Achse in Richtung Tradition, das kennen wir schon. Und zwar, außerdem gibt es noch diese die Zusatzeffekte hier. Also Stillschweigen, Erkaufen, das Ignorieren oder uns vorbereiten auf das Schlimmste. Ich würde mal sagen, wir ignorieren das mal ganz liberal. Das ist jetzt alles ziemlich unkoordiniert, ungeplant, wie ich jetzt hier unsere Innenpolitik bestimme. Aber das Prinzip, darum geht es jetzt erstmal, dass man das einmal verstanden hat. So, jetzt aber zurück zu unseren Einheiten. Da können wir nicht rein, da können wir nicht plündern. Da dürfen wir nicht rein. Wir folgen hier der Küstenlinie und haben doch fast alles jetzt erkundet. Ne, wir laufen noch ein bisschen weit. Oh ja, schaut mal, Kontinent geht hier auch noch weiter. Prima. So, hier wollten wir noch dieses Fleckchen Erde uns anschauen. Wald. Und dann sind wir hier durch mit dem Erkunden. Und dann würde ich sagen, schicken wir diese große Truppe mal in die Hauptstadt, wo sie dann sich niederlassen dürfen. 6 Runden benötigen sie dafür. Hier hatten wir noch eine Kuriosität. Das bringt uns nochmal ein bisschen Wissen, Minimalwissen. Und ja, ich glaube auch, die haben hier nichts mehr zu erkunden. Hier machen wir Folgendes. Die werden wir mal vorhalten, noch als Speer in Napata. Falls wir dort die Schifffahrt bald irgendwie entwickeln, können wir die ja irgendwie loslassen. Weiß ich nicht. Können wir die mitschicken? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Gehen wir mal hier weiter. Ah ja, schaut mal, hier so vorgelagerte Inseln. Wir sehen übrigens jetzt auch mal, wir sind hier am südlichen Kartenrand. Merkwürdigerweise, das finde ich auch noch sehr merkwürdig, wenn man weit rauszoomt, dann kann man nur noch ganz langsam hier die Karte bewegen, zumindest mit Tastatur. Mit der Maus geht es schneller, daran muss man sich gewöhnen. Wir können aber jetzt mal einen Eindruck von dieser Kartengröße erhalten. Die ist schon sehr ordentlich. Ich gehe davon aus, dass die Welt hier rund ist und keine Scheibe, deswegen gibt es keine Kartengrenze. Ich vermute mal, dass das ganz klassischerweise so sein wird, dass man später, also dass man natürlich im normalen Spiel auch andere, vielleicht noch größere Kartengrößen einstellen kann. Aber nur, dass ihr schon mal einen Eindruck bekommt von dem, wie es jetzt ist. Haben wir, ja, wir haben 80. Wir können hier unseren Außenposten machen, sehr gut. So, und der, wo wollten wir den hinbauen? Ich glaube, da, wo wir stehen, ne? Das scheint mir der beste Ort zu sein. 6, 18, 2, das ist doch schon mal gut für den Start. Ja, das machen wir. Ah, wisst ihr was? Ich brauche ja auch Kupfer, um das hier abzubauen. Muss ich ja auch dringend erforschen. Aber ich war so gespannt auf die Wege.
Eine Runde brauchen wir nur, weil wir hier so viel Produktion haben. Wenn das Ganze angeschlossen ist, dann wird die Produktion von Napata explodieren. Dann werden wir auch mit dem Hafen deutlich schneller sein, denke ich mal. Okay, was haben wir hier? Neue Bevölkerung in Kerma. Das gucken wir uns tatsächlich mal ein bisschen genauer an, wo die jetzt verteilt sind. Okay, Money ist für uns auch wichtig. Wir sind bei 43. Hier sind wir bei 56. Sind wir jetzt... Wir sind in der Abundance. Okay. Scheint sich dieser Wert immer zu verändern? Oder wird er immer das nächste Mal? Das scheint nicht fest zu sein, in welchem Status man ist. Ach so, hier steht es... Food Production stays above 50, also über 50. War das nicht kürzlich, als ich geschaut habe, über 60? Merkwürdig irgendwie. Naja, dann lassen wir es so. Dann schieben wir einen nochmal... Nee, wie kann man jetzt nur einen auswählen? Ach so, man muss wahrscheinlich vorne. Ah, alles klar. So kann man dann sehr schnell alle auswählen. Das ist auch überaus praktisch. Machen wir es mal so. Drei in Produktion, eins noch zum Geld verdienen. Ein Pop. 43 pro Runde. Wir müssen da auch mal bald unsere Sterne bekommen. So, was haben wir hier noch? Irgendwas ist hier noch. Ah ja, das haben wir kapiert. Nö, mehr ist da gar nicht. Warum steht da eine 3? Weil in Kerma jetzt 3 Leute sind? Ja, mit euch... Euch brauchen wir jetzt auch gar nicht, ne? Ich meine, hier unten sind noch so ein paar Fältchen, die man erkunden kann. Hier auch, aber das ist alles nicht ganz zwingend. Wobei, das hier ist schon ganz interessant eigentlich, was da so los ist. Kommt, dann zieht ihr nochmal dahin. Und guckt da. Wir kommen dort nicht weiter, deswegen stoppt er hier den Zug. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Dann zieh erstmal dahin. Vielleicht ändert sich das in der nächsten Runde. Müssen wir dann weiter gucken. Die sollten ja in die Hauptstadt ziehen. Und wir sind hier... in einem Gebiet, das auch schon in Anspruch genommen wird von den Hethitern. Die haben also jetzt die gesamte Küstenlinie jetzt. Okay. So, können wir jetzt hier durchziehen in die Hauptstadt? Hier ist sie. Ja, wir können auf jeden Fall weiterziehen. Und hier, oder haben sie sich aber auch einen schönen Ort für ihren Außenposten ausgesucht. Allerdings ein bisschen kalt hier in der Ecke. Okay. Eine Sache können wir jetzt tun. Der Außenposten ist der jetzt schon gebaut? Ne, der ist noch im Bau, oder? Ne, der ist schon gebaut. Der sieht nur ein bisschen anders aus. Dann können wir ja eigentlich das dort anschließen, oder? Tatsächlich, das geht. Kostet uns 20 Einfluss. Prima. Oh, und jetzt müsste... Oh, 40 Industrie plötzlich. Wahnsinn. Wie lange dauert denn das jetzt? Der Hafen dauert nur noch 4 Runden. Vorhin waren es 13. Das hat sich ja richtig gelohnt. Großartig. Im Übrigen, was mir gerade mit Schrecken einfällt, ist, dass ich doch hier oben noch ein... Außenposten etablieren wollte, dann ist es natürlich Quatsch, dass ich diese jetzt so verschickt habe. Ich meine, wir haben keine Zeit verloren, weil wir bis dahin eh nicht den Einfluss haben. Aber dann marschiert doch schon mal in dieses Gebiet rein. Vielleicht so an der Küste lang. Dann machen wir das anders. Ihr gründet dort den Außenposten und die ich da runtergeschickt habe, die schicken wir wieder hierhin, weil die irgendwann auf über See weiter scouten werden. Ja, dann haben wir doch einen Plan, liebe Leute. Beim nächsten Mal erleben wir, ja, vielleicht den Bau dieser Steinringe, vielleicht auch schon den Abschluss dieser Ära und den Übergang in die nächste Ära. Und das, kann ich jetzt schon mal sagen, ist für mich auch der Punkt, wo ich dieses Angespielt erstmal beenden werde. Mal schauen, ob das dann schon in der nächsten Runde so ist. Denn das Ganze bei mir ist ja immer relativ wenig Zeit neben den normalen Projekten. Insofern kann ich das nicht unendlich ziehen. Ich würde es sogar länger machen, aber ich kann ja nur bis zum 28.12. spielen. Ja, dann darf ich nicht weitermachen. Aber
Wir sind noch nicht so weit, um ein Resümee zu ziehen. Wir haben noch ein bisschen was vor. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.